Yes. Bild. Ton. Nice. Auch gut, fantastisch. Dann legen wir los. Bam, bam, bam. Schöner Klatsch. Danke vielmals. Schön bist du da. Merci für die Einladung. Freut mich riesig. Ich muss dazu sagen, wir nehmen das jetzt auf, während du noch mit dem Zirkus unterwegs bist. Ja, genau. Der kommt dann aber raus, wenn du nicht mit dem Zirkus unterwegs bist. Wann kommt der raus? Ja, zum Album-Release. Okay, so Mitte Januar. Genau, haben wir schön timed. Jetzt tun wir so, hey, wie ist es mit dem Zirkus, jetzt wo alles durch ist? Jetzt, wo alles durch ist. Ja, mit diesen Sachen musst du immer aufpassen. Ich würde nicht sagen, dass es alles perfekt gelaufen ist und nachher passiert etwas. Nein, aber hey, bis jetzt ist es grossartig. Mhm. Bis jetzt ist es ein ganz einzigartiges Erlebnis. Und ja, wirklich etwas ganz Spezielles. Ich fühle mich wirklich gut und habe das Gefühl, ich habe das mein ganzes Leben gemacht. Wirklich? Wirklich. Ja. Ich höre vom Zirkus höre ich entweder das oder ja, es ist nichts für mich. Es macht mich müde, kaputt. Weil es ist, also es Leute, die im Zirkus arbeiten oder kommen schauen? Die arbeiten. Ah. Weil halt einfach, es ist ein komplett anderer Lifestyle. Es ist ein komplett anderer Lifestyle, aber es ist nicht wirklich anders, was ich in den letzten 10 Jahren gemacht habe. Mhm. Jeden Tag Auftritt, sehr oft in andere Orten zu müssen reisen. Und das ist eigentlich fast gemütlicher für mich jetzt, weil wir bleiben ja 3 Wochen. Yeah. Also auf diese Saison, weil es so komisch und speziell ist wegen Corona, weißt, bleiben wir 3 Wochen in jeder Stadt. Und das ist etwas ganz, ganz gemütlich für mich. Ich habe eine schöne Zeit, um ein bisschen Restaurant besuchen, Kollegen anrufen, noch Show jeden Abend. Das ist wirklich, ist viel weniger stressig, als wenn ich früher unterwegs gewesen bin und ich musste immer am nächsten Tag, früh am Morgen, auf den Flughafen und so. Jetzt ist es wirklich fast angenehmer. Klar, der Rhythmus ist unglaublich. Ich glaube, jetzt spielen wir zwischen Juli und Dezember sind 200 Shows. Yeah. Das machst du bei keinem anderen Anlass an. Ja, ich glaube, das ist ja der große Stress, ist eben, wenn du immer von einem Ort zum nächsten musst und zum nächsten musst. Mhm. Ich meine, ich kenne das nur im ganz Kleinen, wenn ich irgendwie 3-4 Tage hintereinander nehmen kann spielen, irgendwie in Berlin oder so, dann bist du viel entspannter, weil eben du hast zwar nicht daheim, aber du bist immer am gleichen Ort, hast auf einmal Zeit den Tag durch, weil du musst nicht reisen. Eben. Also, ja, es ist genau das. Und ich meine, unter der Woche haben wir nur eine Show am Abend. und das lädt dir natürlich ein bisschen Zeit. Ja, was machst du denn den Rest von der Zeit? Ich habe mega viele Sachen, die ich sehr gerne mache. Letztens tue ich mega viel lesen. Das ist eine grosse Leidenschaft von mir gewesen als Teenager. Mega viel gelesen, auch in der Schule. Ich habe es geliebt. Ich bin einer von diesen komischen Kids gewesen, die diese Bücher gerne gelesen in der Schule. Und, also die klassischen Schulbücher? Die klassischen Schulbücher habe ich sogar gut gefunden. Aber dann habe ich 10 Jahre lang fast kein Bücher mehr gelesen, weil ich ja keine Zeit hatte. Oder ich bin immer habe immer probiert zu schlafen, wenn ich ein bisschen Zeit hatte. aber jetzt, seit einem Jahr bin ich wirklich immer am Lesen, ständig am Lesen und auch viel Sport. Ich kann mega gerne wandern, Tennis spielen. Also, ja. Und wie gesagt, kulinarisch. Ich liebe ins Restaurant. Es dürfen gehen. Haben wir auch ein Zeitlied nicht dürfen. Ich schätze es jetzt noch mehr. Aber ja, eben. Und in Zürich zum Beispiel hat es so viel. Es gibt wirklich ganz, ganz viele gute Restaurants. Und ich bin immer ein bisschen am Schauen, am Suchen. Morgen, Mittag, Abend. Nach der Show ist natürlich immer ein bisschen kompliziert, weil wir sind ja um 10, halb, 11 sind wir fertig. Es hat in der Schweiz nach der 10 nicht viele Orte, wo du noch feines Essen finden kannst. Aber ja, so Zeug. Und einfach sonst mega viel. Ich bin etwas sehr sozial und ich verbringe auch sehr viel Zeit mit Kollegen, mit meiner Familie. Ich bin sehr nah mit meiner Familie. Also ja, einfach die Leute, die ich gerne habe, treffen. Ist deine Familie noch in Lausanne? Sie sind noch in Lausanne, also in Romandie, Westschweiz allgemein.
Aber zum Beispiel der Zirkusleben, das gefällt sie auch. Sie sind auch schon meine Wohnwagen eine Nacht verbringen. Das war lustig. aber sie sind schon etwa 15 Mal gekommen. Also sie können, ohne Scheiß. Sie können sehr gerne besuchen. Ja, es ist auch so praktisch. Weißt, früher bin ich immer international unterwegs gewesen. Yeah. Es war viel mehr kompliziert gewesen, mich zu besuchen und so. Ja, yeah, logisch. Und da können einfach 2 Stunden fahren und plötzlich bin ich da. Und das ist natürlich super. Okay, fangen wir an mit den Büchern. Du hast vorhin von Büchern geredet. Was hast du für Bücher gern gelesen als Teenager? Was lese ich jetzt gern? Also als Teenager ist es, also als Kind, Teenager ist keine Überraschung. Ich bin 91 geboren. Yeah. Ich war 11, wenn der Harry Potter 11 war, yeah, und hat das erste Mal in Hogwarts gehen. Also all die Harry Potter, ich bin ein riesen Fan. Also wirklich? Ja, ja. Ich habe es bis zum 3. geschafft oder so. Nein, und nachher hast du aufgehört. Das nehmen wir jetzt. Das ist komisch. Ich bin völlig verwirrt gesehen, weil ich bin nicht so ein aufmerksamer Leser, weißt? Das heißt, ja, aber die Geschichte ist so geil. Mega, aber ich kann mich nicht lange konzentrieren. Ich habe so leichtes ADS, sage ich jetzt mal. Und danach bin ich auf einmal so, habe ich irgendwie 50 Seiten gelesen und ich weiß nicht, was ich gelesen habe. Weißt du, okay, ich bin irgendwie so, irgendwie in den Gedanken bin. Also kommst du nicht in der Geschichte rein, sozusagen. Ja, vor allem bin ich dann verwirrt gewesen, bin ich überhaupt nicht rausgekommen. Weißt du jetzt, hä? Und wo ist er jetzt schon wieder? Okay. So, irgendjemand dort hat es mich verloren. Die Filme habe ich dann, auch nicht alle zwar, aber viele habe ich dann geschaut. Ja, aber das ist dann kompliziert zum Lesen, weil du musst schon wissen, was du in den 50 Seiten gelesen hast. Nein, aber eigentlich musst du immer aufschreiben. Ja, wahrscheinlich so eine Zusammenfassung. Nein, also bei mir ist es, ich habe es einfach immer wieder gelesen, um nicht zu vergessen. Weißt du, bevor der 5. Buch rausgekommen ist, habe ich die 4 ersten Mal gelesen. Wow, am gleichen Sommer. Ich habe es wirklich geliebt. Und nachher, ich meine, in der Schule, es sind alle mehr so französische Literatur Sachen gewesen, aber Les Liaisons Dangereuses, zum Beispiel Coderlo de Laclos, das war super gewesen. Das hat mir mega gefallen. Und aber jetzt ein bisschen alles. Ich meine, in den letzten Jahren habe ich wirklich ein bisschen von alles gelesen. So Thrillers, Psychologie, einfach so. Yeah. Ja. Ein bisschen von alles. Es muss einfach gut geschrieben sein und dann gefällt es mir. Was ist so eins, wo dich richtig gepackt hat? Also ich habe Sapiens gelesen. Das ist der riesige Buch «Une brève histoire de l'humanité», eine kleine Geschichte von Menschheit. Und das hat mich wirklich inspiriert. Es hat wirklich ein paar neue Dimension an meine Gedanken gegeben. Also das ist, zum Inspirieren war wirklich super gewesen. Und nachher viele verschiedene Sachen. Ich hatte die Chance, gut befreundet zu sein mit Joël Dicker, der sehr ein guter Schriftsteller, sagst du so, oder? Écrivain ist. Und er hat mir ein Buch empfohlen und es ist 1793, 1793 und 1794. Und das sind coole Bücher. Es ist ein bisschen aggressiv, also ein bisschen so violent. Aber sehr schön geschrieben und im Detail und so ist ein Schriftsteller von Schweden. Und ganz, also, das ist ein guter Moment. Also, du weißt, ich mache Nummer und nachher gehe ich in meine Garderobe zurück und ich lese es. Es ist so spannend ist es. Boah, das ist so. Das ist wirklich so das klassische Bild, oder? Der Entertainer in der Manege und dann geht er wieder Bücher lesen. Sehr gut. Ja, es kommt mit der Zeit. Ich meine. Yeah. Ganz am Anfang, bei der Premiere in Rapperswil zum Beispiel, habe ich meine Nummer gemacht und dann bin ich geblieben und geschaut. Aber nachher, es nimmt dir fast zu viel Energie, wenn du immer so fokussiert bist. Yeah, du musst einfach lernen, wie das mit dem Ganzen zu dealen. Und einfach deine Konzentration und deinen Fokus einfach arbeiten, sodass du kannst gehen, raus, relaxen und wieder gehen und wieder voll Power haben. Und so. Das ist der grösste Unterschied. Das stellen wir extrem schwierig vor. Normale Auftritte, wo nachher, du gehst auf die Bühne und nachher du weißt, du bist auf der Bühne für 1,5, 2, 3 Stunden und dann kannst du dich einfach auf den fokussieren. Jetzt ist es ganz anders. Hin und her und hin und her. Yeah. Aber das gefällt mir auch. Ja, bei meinem Solo-Programm vor 3 Jahren habe ich angefangen, mein Teil am Stück zu spielen. Früher habe ich immer Pause gemacht, weil eben das Problem war, die Energie nach der Pause wieder aufzukriegen. So, ich habe kein Problem, 3 Stunden am Stück zu spielen, in der Theorie. Ja. Aber du spielst eine Stunde und dann machst du Pause und irgendwie auf dem Land ist es dann ein bisschen länger, die Leute rauchen nochmal und sie bestellen nochmal und dann geht so die Energie zusammen. Ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Schwierigste, sich das anzutrainieren, dass du mehrmals in einem oben musst Peak-Performance
quasi abliefern. Wirklich eben so, bam, relax. Ja, es ist nicht einfach. Zum Glück habe ich ja früher Hockey gespielt und das ist eben genau, was wir machen. Wir gehen aufs Eis, geben 100% für 45 Sekunden, nachher gehst du wieder auf die Bank, zweite, dritte, vierte Linie kommen und nachher kommst du wieder du. Und da merkst du auch, okay, jetzt ist der Fokusmoment. Yeah. Und ich glaube, das hat mir schon ein bisschen geholfen für diese Situation. Ja, ist geil, wenn du dann quasi Performance kannst sportlich vergleichen, oder? Quasi eben jetzt, muss man abliefern. Ja, es ist eine sportliche Performance beim Zirkus. Ich meine, es ist auch sportlich, wenn ich normalerweise auf der Bühne bin, weil du bewegst dich und gleichzeitig singen, Gitarre spielen, links und rechts laufen und du musst das Publikum immer im Griff haben. Du musst sie nie verloren. Und wegen dem braucht es so viel Energie. Aber beim Zirkus bin ich am Reiten gewesen, ich bin am Strapat gewesen, in der Luft. Ich musste so viele verschiedene Sachen müssen lernen und machen. Das ist wirklich, es ist auch eine sportliche Leistung, könnte man fast sagen. 100%. Ich könnte es nie im Leben. Wie lange hast du trainieren für alles Zeugs? Also wir haben 3 Wochen Vorbereitung gehabt vor der Premiere. Und mein grösster Stress war mit der Choreografie gewesen. Ich bin kein geborener Tänzer. Und wegen dem, das ist ein bisschen, ich habe jeden Tag, jede Sekunde habe ich die Moves wieder ein bisschen in meinem Kopf oder bei mir die auf der Terrasse oder weißt, einfach immer, ich habe sie immer gemacht, während wir am Abendessen noch schnell, okay, das ist das Ding. Es ist wirklich 100% von meinen Gedanken sind auf diese Choreografie gewesen. Der Ding mit der Strapat, das habe ich wirklich schnell im Griff gehabt, weil ich es auch geliebt. Ich liebe in der Luft, also in der Höhe. Habe keine Höhenangst und so Zeug. Ich liebe einfach so Sachen. Und die Katja, die ich zusammen mitmache, haben wir wirklich schnell können schön alles erklären. Yeah. Reiten ist natürlich das grösste Challenge für mich gewesen, weil es ist ein Pferd. Und es ist jeden Tag anders. Ich meine, die Choreografie, wenn du es im Griff hast, nachher hast du es im Griff und es liegt nur an dir. Aber mit dem Pferd ist es wirklich, manchmal hat es ein paar stressige Momente gehabt. Aber, ich habe extrem Respekt vor. Ja, ich muss auch haben. Ich meine, es ist cool, wenn es alles gut klappt und so. Aber es ist so stressig, wenn plötzlich etwas falsch passiert. Hat sie mal gekickt? Es ist gekickt. Er hat schon ein paar Mal probiert, mich wegzurühren, aber schon gut, ich kämpfe, ich bleibe drauf. Aber nein, 3 Wochen haben wir Zeit gehabt und das hat perfekt gelangt. Ich bin auch gut vorbereitet gekommen und bin in guter Form gewesen. Aber du bist ja schon grundsätzlich fit, das hilft. Also weißt, es ist nicht ein Moment, wo man sagt, okay, du musst jetzt noch schnell 20 Kilo abnehmen und musst Ausdauer machen, dass du überhaupt so eine Show durchstehst. Ja. Nein, ich habe schon lange gewusst, dass ich die Show habe. Wir hätten eigentlich im März anfangen, nachher im Mai. Und schlussendlich, wenn die Probe angefangen haben im Juli, dann bin ich fit gewesen. Ich habe mich schon gut darauf vorbereitet. Das Wichtigste bei alles, was du machst, ist Vorbereitung das Wichtigste. So kannst du nachher gemütlich unterwegs sein. Weil wenn du, das war immer bei mir, ich habe immer probiert, so gut vorbereitet zu sein, sodass du nachher kannst auch improvisieren kannst, nachher locker unterwegs sein, weil sonst, wenn es stressig ist oder wenn du wirklich keine Ahnung hast, was du willst machen, das macht keinen Spass, hast keine Lust. Und das hast du von Anfang an, also wo du irgendwie mit 20 hast angefangen, oder? Und dort hast du schon gewusst, bei einem Konzert hast du genau gewusst, dass improvisieren kannst du, aber du belastest nicht im Zufall. Ja, also du musst, also improvisieren kannst du nur, wenn du gut vorbereitet bist. Yep, das absolut. Ist eben so. Und so sind wir auch gewesen. Wir sind auch bekannt, um wirklich spontan zu sein. Live. Plötzlich hebt jemand ein Plakat mit einem Song nehmen und ich sage der Band, hey, stopp, schau, machen wir diesen Song, kennen die es noch? Und sie kennen es und eben wegen dem können wir nachher spielen. Yeah. So Kleinigkeiten, das haben wir immer gemacht und ich kann immer spontan können bleiben und so, aber das bedeutet natürlich viel Arbeit bevor, sodass du es nachher kannst so machen. Und es ist einfach, ich würde immer Sachen gut machen. Du willst auch nicht auf die Bühne kommen und keine Ahnung haben. Das braucht nicht. Also es bringt nicht, oder? Ja, und ich glaube, das merken ja auch die Leute, also weißt du, die auch drumherum mit einem arbeiten, dass,
das hat ja dann ein anderes Level von Professionalität, oder? Es ist nicht eben, ja komm, schau mal, was passiert, sondern es ist effektiv, der weiß, was er macht, so. Weil ich habe die einmal erlebt bei Energy, damals jetzt noch Stars for Free geheißen. Mhm, im Hallenstadion. Ja. Yeah. Und ich weiß gar nicht, was sonst noch dort auftreten ist, aber bei dir habe ich einfach nochmal so ein anderes Level von Professionalität gemerkt. Es ist wirklich so gesehen, zu dieser Zeit ist er an diesem Ort so und dann hat Interview und trotzdem noch Fun. Also weißt du, es, es ist nicht so, oh, mega ernst, fuck, sondern irgendwie noch Fun. Und du hast mit dem Mikrofon, hast du irgendwie so... mein Mikrofon-Trick. Der Mikrofon... ja, das kommt von der Schulzeit. Wirklich? Ja, wir haben das immer mit dem Stift gemacht. Und dann habe ich es einfach mit dem Mikrofon angefangen zu machen. Und das ist ein bisschen... Das ist immer mein Manager hat immer gesagt, ich sollte aufhören, weil einmal wird es fallen. Ja. Yeah. Ist noch nie gefallen. Ist gut. Das ist weit aber, das Mikrofon, wo du dann so umschankierst. Ja. Das ist lustig. Ja, das ist lustig. Das hast du schon können, in dem Fall, von der Schule. Weil ich traue mich einfach nicht. Weißt du, immer wenn ich mal so einen Funkmic in der Hand habe, denke ich so... Hey, zwei Wochen Training, nachher hast du es im Griff. Nachher wirst du es nie am Boden fallen lassen. Wirklich? Ja, ist gut. Ich hab's, beim Robbie Williams habe ich es gesehen und bei dir. Ah ja? Ja, ich meine, es sind Kleinigkeiten, aber es ist immer, das zeigt auch, dass du Spass hast und dass du wirklich am... das... Für mich war es einfach immer zum zeigen, dass ich locker bin und dass ich in dem Moment mich wirklich wohlfühle, wenn ich so, noch so einen Trick kann machen kann. Yeah. Ja. Wo du angefangen hast, also eben so mit 20, du bist ja eigentlich klassisch entdeckt worden. Also du hast ein bisschen gespielt. Ja. Yeah. Und wo hast du gesehen? Zermatt? Zermatt. Hat Claude Nobs dann gesagt, du bist ein... Ja, ich meine, es ist... Wenn ich zurückdenke, es ist wirklich eine Classic Story. Yeah. Also es ist wirklich fast 1960 kind of story. Es ist, ich habe in einer Bar gespielt in Zermatt. Es ist 3 Abend dort habe ich spielen. Der Vertrag war gratis Essen, gratis Trinken. Yeah. Und übernachten? Übernachten, ja. Ja, eben. Gut. Und noch in ein geiles Hotel, ich weiß noch, ich habe es geschätzt. Welches? Ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat. Aber, ja, es war lustig. Aber ja, ich habe gespielt, ich war dort unterwegs mit der Gitarre und es hat etwa, keine Ahnung, 50, 60 Leute gehabt. Es war voll easy und ich bin fast am Schluss von meiner Show gewesen. Ich habe den letzten Song gespielt und plötzlich ist mein Manager gekommen und hat gesagt, hey, der Claude Nobs vom Montreux Jazz Festival ist jetzt gerade reingekommen. Wenn du Lust hast, es wäre super, wenn du ein bisschen weiter könntest spielen. Und ich gesagt, ja, machen wir sicher, oder? Und ich habe einfach das schon das zweite Mal angefangen, oder? Und so 15 Minuten lang ein bisschen gespielt, ein bisschen gezeigt und so, was ich können machen konnte. Und nachher ist jemand vom Montreux Jazz Festival zu mir gekommen und hat gesagt, look, Claude Nobs würde gerne mit dir auf die Bühne eine Jam-Session machen. Yeah. Und ich so, okay, ich habe keine Ahnung von Jam-Session und so. Ich bin immer sehr einsam gewesen als Musiker. Ich habe als Teenager nicht wirklich gemischt mit so anderen. Ich bin mehr Hockeyspieler gewesen und Musik war so meine Nebenseite gewesen, also Nebenseite-Ding gewesen. Und, mehr für dich allein. Ja, allein in meinem Zimmer, dort auch schön geschrieben und so. Und ich habe gesagt, okay, Jam-Session, warum nicht? Er hatte das Mundharmonika gehabt und einfach auf die Bühne gekommen und gesagt, wir spielen Blues im C. Und ich habe gesagt, okay. Haben wir angefangen zu spielen und haben wir so, keine Ahnung, 10, 15 Minuten ein bisschen improvisiert und so. Und nachher hat er die Wörter gesagt, die ich schon 1000 Mal in Interview gesagt habe, aber die ich nie vergessen habe. Also, er hat das Mikrofon genommen und hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wer dieser junge Mann ist, aber was ich sicher bin, ist, dass er nächstes Jahr Montreux Jazz Festival will spielen. Yeah. Und ich war damals 19, 20 und Montreux Jazz Festival war für mich die Referenz gewesen. Ich bin 10 Minuten weit von Montreux Jazz Festival bin aufgewachsen und ich habe Musik dort sozusagen entdeckt. Auf der Gratisbühne dort, wie jeden Sommer, 2 Wochen im Juli, statt in den Ferien, sind wir einfach zum Montreux Jazz Festival gewesen mit meinen Eltern. Und das hat natürlich riesig für mich bedeutet. Und ich kept this promise. Yeah. Also nachher gespielt. Aber der Abend nachher, das war noch sehr, sehr cool. Wir waren noch im Ausgang. Ich habe schon, weißt du, manchmal hast du ein Gefühl, etwas
ist passiert. Yeah. An dem Abend habe ich schon gewusst. Es ist wirklich, an dem Abend ist etwas passiert. Ich habe es gemerkt. In mir, ich habe gesagt, wow, heute ist etwas passiert. Heute hat sich etwas, heute hat es geklickt. Mhm. Und es hat wirklich geklickt. Das Gefühl habe ich schon etwa 17 Mal gehabt. Mhm. Und schon etwa 17 Mal ist dann nicht wirklich etwas passiert. Ja, aber ey, ich bin einverstanden mit was du sagst. Weil ich hatte das Gefühl ein paar Mal nachher auch gehabt. Yeah. Und es ist auch nicht passiert. Yeah, yeah. Aber, natürlich passiert etwas trotzdem. Es passiert vielleicht nicht das, was man gerade sich erwartet hat. Ja. Es passiert immer etwas. Also bei dem ersten Mal schon. Aber ich glaube, es ist auch, weil bei dem ersten Mal du kommst von nichts. Ja. Yeah. Und wegen dem, irgendetwas ist schon ein Klick. Mhm. Nachher kennst du es langsam, hast Erfahrung, gehst von einem Meeting nach dem anderen. Hey, ich bin jahrelang in Amerika von einem Meeting nach dem anderen gegangen und bei jedem Meeting, ich bin nach dem Meeting rausgegangen und so, yeah, okay, schön, okay, ich habe, wow, richtig gut gespielt, ich glaube, der Dude hat es wirklich cool gefunden. Yeah, okay, jetzt habe ich es. Und eben, nicht. Yeah. Und das ist so. Und du weißt, es ist immer so, Leute, also in Amerika, weißt du auch, wie es ist. Und, ja, logisch. Die sagen wow, auch, hey, es ist noch nie so passiert bei uns. Alle haben gefragt, wer du bist im Büro, weil sie es durch die Wand gehört haben und so. Und ich so, wow, unglaublich, ich bin so gut. Und morgen gehen wir lunchen. Ja. Und dann hörst du nie mehr. Ja. So gehen lunchen bin ich schon ein paar Mal. Yeah. Auf der zweiten Lunch. Aber ich glaube, ich bin kein guter Lunch-Date, weil nachher haben sie nicht mehr angerufen. Nein, aber es ist Es muss einfach der richtige Zeit sein, der richtige Leute. Es hat so viele Elemente, die müssen stimmen, dass es klickt und dass es passt. Und das kann natürlich nicht jede zwei Wochen passieren. Nein, und vor allem, es hat ja mit der eigenen Erwartungshaltung zu tun. Wie du auch sagst, beim ersten Mal, wenn es von nichts passiert, ich weiß noch bei mir, wo ich so die ersten Fernsehsendungen gekriegt habe für irgendwie Auftritt bei Jacopo Müller und was weiß ich, dann bist du so, wow, es geht so ab und es passiert so viel. Und dann hast du natürlich das Gefühl, so zwei Jahre später, mit dem neuen Programm, denkst du so, jetzt passiert nochmal so ein Schritt. Mhm. Aber es ist natürlich nie mehr so ein Schritt, sondern es ist ein kleinerer Schritt. Ja. Und ich weiß noch, dort, mittlerweile habe ich kein Problem damit, aber dort habe ich bei mir gehabt, das richtig eben so zu kalibrieren. Mhm. Dann bist du auf einmal irgendwie so ein bisschen frustriert auf dich selber und findest so, wieso klappt das nicht so? Und so. Hast du das auch mal gehabt oder bist du immer so gesehen, yeah, it's okay? Also bei mir ist es richtig crazy gewesen, die ersten 5-6 Jahre. Mhm. Dort habe ich einfach, es ist jeden Tag das Telefon genommen und gesagt, hey, willst du das machen? Ich so, wow, unglaublich. Yeah. Ich bin wirklich, ich habe nie eine Pause gehabt, bevor einer nach dem anderen Anlass, Award, Events, Konzerte, überall in der Welt habe ich dürfen. Yeah. Und ich bin auch immer, ich habe voll das ganze Package gehabt, weißt? Ich bin immer im Ausgang gewesen, ich habe wirklich jeden Tag ist eine Party gewesen. Yeah. Und ich habe mir nicht viele Fragen gestellt an dem Zeit, weißt? Es ist einfach alles. Du hast ja nie Nein gesagt, wahrscheinlich. Immer, ja, eben, wir haben es immer gemacht, es war immer eine neue Opportunity und es ist einfach immer let's go, let's go, let's go. Krasse Reise, weißt du, auf einen Tag in Brasilien für eine Woche mit dir unterwegs als Supportband, nachher einen Tag in der Schweiz, nachher auf China. Es hat wirklich, es ist Möglichkeiten sind immer gekommen. Yeah. Und wegen dem habe ich nie so, ich bin nie wirklich so frustriert gewesen. Ich bin erst frustriert gewesen, ich glaube so 2019 oder so. Also fast 10 Jahre nach dem Anfang. Yeah. Es ist immer so, weißt du auch noch mit der Welttournee mit der Shania Twain? Mhm. Den Moment weiß ich noch genau, weil ich bin mit ihr gut befreundet. Ich habe schon eine Supportband gemacht für ihr in 2015, auf die drei letzten Shows von ihrer Tour. Yeah. Wie der Gavin DeGrow hat es nicht können machen. Wir sind als Ersatz schnell gekommen, super geklappt und so. Und ich habe gewusst, okay. Leider schon, das Ersatz für Gavin DeGrow hast. Yeah. So, oh, okay. Ja, nein. Das ist wirklich cool. Es war cool gewesen. Yeah. Wir in Kanada gewesen, so Stadion und so, okay, geile Erlebnis und so. Und 2018 habe ich schon gewusst, ich werde Teil von der Welttournee machen. Ich habe nicht gewusst, welche. Aber ich weiss noch genau, ich bin mit meiner Mutter im Auto gewesen, sie hat mir heimgefahren von irgendeinem Anlass und ich bin mega müde gewesen. Und ich weiss noch einfach der Telefon, Shania, okay, hoi, hoi. Und so, hey, ich habe es mir gut überlegt. Ich glaube, am einfachsten ist, wenn du das ganze Tour mit uns machst.
Und weißt, es sind einfach immer so Sachen passiert. Und dann habe ich schon gewusst, okay, 2018, was mache ich? Welttournee mit der Shania Twain. Und das war natürlich noch ein weiterer Schritt für mich. Und es ist erst in 2019, nach dieser Tournee, habe ich gemerkt, ah, okay, ich gehe wieder da auf Tour, das habe ich schon dreimal gemacht. Okay. Und so da habe ich gemerkt, ah, jetzt würde ich gerne ein bisschen weiter oder etwas Neues oder etwas Cooles machen. Und, aber das ist nur, das ist der Moment, wo ich persönlich auch müssen, ein paar Sachen ändern, weil ich bin auf der gleichen Spur gewesen, seit zu lang. Und ich meine, Sommer 2019 war einer der geilsten Sommer gewesen. Ich habe in jedem Festival immer Headliner gewesen, ich habe Partys gemacht, ich bin auf einer Yacht in Ibiza, ich habe wirklich voll der Rock'n'Roll Package gehabt. Aber am Ende des Sommers, das ist wirklich der Moment, wo ich habe gemeint, okay, schau, jetzt muss ich ein bisschen Pause, jetzt muss ich ein bisschen neue Wege finden. Und zum Glück konnte ich es so machen. Ich habe sehr viele Sachen. Ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich habe wieder Sport angefangen zu machen. Ich habe mich wirklich voll auf Karriere fokussiert. Ich habe mega viele Änderungen in meinem Team gemacht. Also ich habe wirklich so fast einen totalen Reset angefangen. Also eigentlich bist du einfach 30 geworden, oder? Das ja, es war kurz vor der 30 gewesen. Aber es ist 10 Jahre. So ein Cycle. Und da habe ich wirklich gemerkt, ich muss etwas wechseln, ändern, habe ich gemacht. Und es sind komplizierte Zeiten gewesen, aber ich bin wirklich happy, dass ich es gemacht habe. Ich glaube, es braucht auch immer so einen Moment, oder? Weil sonst verlierst du dich wahrscheinlich irgendwann. Sonst weißt du gar nicht mehr, irgendwie, eben, wo oben und unten ist und was du überhaupt willst. Ja. Weil du lässt dich oft immer weiter treiben. Und das ist sicher für eine gewisse Zeit geil. Es ist vor allem geil, wenn man jung ist. Also ich meine, ich will meine 20 gar nicht missen. Weil ich einfach finde, voll geil. Aber irgendwann kommt eben schon der Punkt, wo du denkst, shit, wenn ich das mit 40 noch mache, ich glaube nicht gut. Es liegt nie am, wie alt du bist. Weil das sind einfach Nummern oder Zahlen. Aber es ist klar, es kommt der Punkt, wo du musst auch an deine Zukunft denken musst. Wir machen auch Jobs, die nicht für ewig sicher sind. Also ich bin schon unglaublich dankbar, dass ich schon 10 Jahre Karriere machen durfte. 10 unglaubliche Jahre Karriere machen. Jetzt hat es ein bisschen Scheissdreck mit Corona. Aber ich konnte wirklich 10 unglaubliche Jahre können erleben. Und weißt du, wie viele Künstler sie sich das wünschen? Das ist, wirklich unglaublich. Also wegen dem bin ich mega dankbar. Aber nachher musst du einfach machen, was du fühlst. Ich bin heute 30. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich bin sehr anders, als wenn ich 22 war. Also im Kopf. Yeah. Klar habe ich so viele Sachen, die ich jetzt anders mache. Aber es ist mir komisch fast zu sagen, dass ich 30 bin. Weil ich fühle mich wirklich nicht wie 30, wenn ich sehe, was 30 normalerweise in einer normalen Gesellschaft kann bedeuten. Ich bin überhaupt nicht dort angekommen. Das verstand ich absolut. Ich meine es ja nicht wirklich aufs Alter bezogen, sondern ich meine es mehr, wenn du es schon 10 Jahre gemacht hast, dann hast du gewisse Erfahrungswerte gesammelt, wo du dann oft, du hast auch wie eine Art Reset gemacht und gesagt, wir müssen jetzt irgendwie neu angehen, sonst kommt es nicht gut. Mit der Zeit, oder? Ja, es ist wirklich der Punkt, wo du da kommst und du kannst entscheiden. Du kannst wirklich entscheiden, wo gehe ich. Und ich kann entscheiden, ein bisschen healthy, also gesund und ein bisschen ruhiger unterwegs zu sein. Ja, das verstand ich absolut. Du trinkst jetzt gar keinen Alkohol mehr, oder? Gar keinen. Wirklich? Schon 2 Jahre. Krass. Ich habe einfach am Morgen bin ich aufgewacht, habe es entschieden und ich ziehe es durch. Und ich vermisse es gar nicht. Ich bin immer noch der am längsten am Party bleibt und immer noch der am verrücktesten tanzt. Und ich glaube, der Alkohol hat mir natürlich eine schöne Zeit gezeigt, aber ich brauche es nicht unbedingt. Und es ist auch sehr lustig, weißt du, jetzt kommen alle so viele Kollegen und nehmen mir einfach so und sagen, ich weiß nicht, was du das machst und ich trinke, aber es ist geil, dass du mit deinem Ausgang kommst. Wenn ich mal eine Alkpause mache, man kann sich ja mental kann man sich ja völlig einsteigen, auch wenn man nichts getrunken hat. Sondern man läuft eben drumherum, alle immer betrunkener werden. Du kommst einfach in die Stimmung. Voll! Irgendwann bist du genau gleich blöd drauf. Aber du musst schon wissen, wie. Ich meine,
musst dich schon erinnern, wie bin ich gewesen, wenn ich besoffen war. Ah, okay, so bin ich gewesen. Okay, ja, das kann ich jetzt auch machen. Logisch, du musst aus der Vergangenheit musst ein bisschen Erfahrungen führen. So, ja. Ja. Ich glaube, es hilft schon, wenn man weiß, wie es ist. Genau. Betrunken sein. Aber eben, es ist schon, wenn das Umfeld immer wie dümmer wird, sag ich jetzt mal. Ja, das ist so. Ist kein Problem, selber auch dümmer zu werden. Nein. Solange es lustig ist. Oh mein Gott. Ja, was ich aber eigentlich auch sagen wollte, wo du dann quasi dort entdeckt worden bist, hast du für dich das Gefühl gehabt, dass du ready bist? Also weißt du, mit so 19, 20 bist du einfach so, eben es passiert und du sagst einfach, ja, let's go. Und mit der Zeit merkst du, fuck, was mache ich überhaupt? Also weißt du, hast du überhaupt Zeit gehabt, um das irgendwie reflektieren in diesen Situationen? Das ist der neue Song von Adele. Der Satz, I didn't get to choose what I chose to do. Oh, yeah. So etwas. Aber bei mir war es nicht so gewesen. Ich war so ready gewesen. Mm-hmm. Ich habe nur auf den gewartet. Ich bin wirklich so ready gewesen. Das ist wirklich. Ich kann kaum können warten, bevor es startet, bevor es richtig startet. Ich meine, das war meine Leidenschaft, das war mein Traum gewesen, seit ich kann mich erinnern. Ja. Yeah. Ich habe seit ich ganz klein bin, ich meine, ich habe Songs angefangen zu schreiben, bevor ich konnte schreiben. Ja. Yeah. Also ich habe so alles phonetisch geschrieben. Also C hat K bedeutet so. Also ich habe wirklich so, und Musik und Shows, und ich habe immer das gemacht. Und ich habe mit 5 bin ich auf der Bar mein Dad im Restaurant gestanden mit dem Gitarrist und habe Losing My Religion, R.E.M. gesungen, ein paar weitere Songs, Europe, Final Countdown, also Sound of Silence, also so Zeug. Und mit 12 habe ich angefangen Bars spielen, Hochzeiten, Partys und so. Und ich habe mit 19, 20 habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich fast 10 Jahre Erfahrung auf der Bühne habe. Krass. Das ist natürlich alles in meinem Kopf, aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin ready, weil ich habe alle die schrecklichsten Gigs habe ich schon gespielt. Weißt, ich habe ein Konzert vor niemand gespielt. Also das habe ich alles gemacht mit 13, 14. Also mit 19, 20 habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich bin ready. Mhm. Also für mich war es nicht so überraschend und es klingt mega arrogant, aber es ist wirklich so gewesen. Ich bin nicht überrascht gewesen, ich bin wirklich nur ready gewesen. Yeah. Und wegen dem wollte ich sofort so hart arbeiten. Und ich glaube, das ist etwas, wo jeder, der mir seit dem Anfang kennt, sagt das immer, hey, er hat so hart geschafft. Ich bin wirklich 7-8 Jahre lang, habe ich keine Day off gehabt. Mhm. Aber das ist, ich beklage mich nicht, weil ich auch keine Day off wollte. Ja. Ich wollte nur meine Musik zeigen, Konzert spielen. Das ist, was für mich, was das Leben ist einfach auf die Bühne Leute zufrieden machen. Das ist auch jetzt, was beim Zirkus Knie so unglaublich war. Es ist jeden Abend. Kannst wirklich, du merkst und weißt, an der Finale, ich stand da vor 2300 Leuten und ich kann wirklich Zeit sein, alle zu anschauen und ich merke in den Augen, auf dem Gesicht, die Freude, die sie haben. Und das ist für mich das Schönste an meinem Job. Es macht mich wirklich jeden Abend emotional. Yeah. Zu denken, dass einfach Leute, die du nicht kennst, einfach gekommen sind und wegen dir, wegen anderen Künstlern, wegen der ganzen Erlebnis, die gehen jetzt heim und die sind happy. Yeah. Das ist wirklich etwas ganz Spezielles und für den bin ich ready gewesen. Krass, weil ich glaube, es ist auch schwierig, das dann zu genießen. Also weißt du, wenn du sagst, du stehst in einem Zirkus dort und du kannst wirklich alle Leute anschauen. Ich habe bei irgendwie so Schlussapplaus und so Zeugs, bin ich immer so mega konzentriert, irgendwie, schau, dass du nicht stolperst und was mache ich jetzt? Okay, ich verbeuge mich schnell. So. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, fuck, ich muss irgendwie probieren, das irgendwie auch schnell zu genießen. Irgendwie wirklich einfach schnell anzustehen. Mhm. Ich weiß nicht, was gesehen ist. Irgendeine Ami-Rockband, die letzte Show hatte. Mhm. Siehst du auf den Sänger am Schluss, die haben so wirklich so Final Show vor 3 Jahren oder so. Und der Sänger steht am Schluss steht wirklich auf 10 Minuten steht auf der Bühne. Yeah. Und die Leute rasten aus und er steht einfach dort und schaut. Und dann denkst du, jetzt holt er sich's endlich. Ja. Nein, es ist so ein schönes Gefühl. Und ich meine, ich verstehe, was du sagst schon, aber für mich ist wirklich, ich tue einfach alles, was ich mache, was noch easy cool ist, für mich ist einfach Augen zu und wieder offen.
Mhm. Und das ist wirklich der Moment für dich, wo du merkst, okay, gut. Und hey, weißt, jeden Abend ist nicht perfekt. Klar, im Zirkus auch. Am Schluss amigs denke ich so, hey, diese Nummer, das habe ich ein bisschen so gesungen. Mhm. Mit dem Pferd ist nicht gegangen, wie ich hätte wollen. Aber das verschwindet alles am Schluss, wenn du den Applaus und die Leute siehst. Und ich probiere wirklich für mich zu geniessen. Und es ist ein geiles Gefühl. Ich spüre es wirklich da, in dieser Region da. Ich spüre es wirklich. Yeah. Und ja, das ist wirklich schön. Und ich glaube, darum ist es kein Zufall, dass du so erfolgreich geworden bist. Also wenn du sagst, du bist schon ready gewesen, du verstehst auch, eben, wie man sich in dem Ganzen navigiert mit hart arbeiten, sich aber nicht zu beklagen darüber, die Sachen zu genießen. Bin ich schon der Meinung, es gibt Leute, die sind einfach gemacht für etwas und es gibt Leute, die sind weniger gemacht für etwas. Voll. Weil den Traum haben vielleicht noch viele, aber ich persönlich glaube nicht nur daran, dass der Traum reicht, sondern man muss irgendwie auch ein bisschen, keine Ahnung, genetisch oder was auch immer, man muss ein bisschen dafür geschaffen sein. So. Ja, also das ist klar, aber nachher ist es immer, ist bei jedem anders, weißt du, es hat auch Künstler, die unglaubliche Musiker sind, die sehr viel Erfolg haben wegen der Musik, und aber die auch wo keine Interviews geben oder wo einfach sozial nicht gerne um die Leute sind und so. Es hat wirklich jeder hat seinen eigenen Style. Für mich ist es auch immer, es ist alles lustig gewesen, weil zum Beispiel, es ist nie, also Promo und so, es hat so viel, was hasset. Fragen, Journalisten, da und da. Aber ich habe wirklich immer verstanden, dass es auch ein Teil ist von dem Job und dass ich das muss machen, sodass ich nachher mehr Leute kann treffen kann. Yeah. Und dass ich nachher grössere und coolere Konzerte kann geben kann. Yeah. Und ich habe auch, also gute Interviews habe ich immer super gefunden, weil ich finde das auch, du erfährst, du lernst über dich selber. Wenn eine gute Frage wird gestellt und so, und dann denkst du, okay, ja, das habe ich mir eigentlich selber nie gefragt. Und klar, wenn sie fragen mich, was meine Lieblingsfarbe ist und ob ich Unterhose oder keine Ahnung was trage, dann gehe ich nicht schneller auf die Frage. Yeah. Aber wenn es coole Themen sind und so, wenn es um Musik geht, Leben, Karriere und so, und das finde ich noch richtig interessant. Yeah. Und, ich wäre auch, also ich habe ein Studium angefangen, zum Journalist zu werden. Mhm. Und in der Uni in Lausanne. Und das ist eben auch immer etwas, was ich sehr geschätzt habe, ist die Seite von der Job, weil ich habe, Journalist ist super. Ich habe immer einen Job, wo du kannst reisen, coole Leute treffen und kreativ sein. Yeah. Und das ist einer der wenigen Jobs, wo du kannst das machen kannst. Du musst schon arbeiten, also ich habe Glück, dass es bei mir auch noch Spass macht. Ja. Yeah. 99% von der Zeit. Was ist das 1%? Das 1% ist, wenn der letzte Interview in Frankreich, in Paris, wo du um 8 Uhr am Morgen angefangen hast und den ganzen Tag über dein Leben geredet hast. Und das letzte Interview kommt eine mit ihrer Kamera und sagt so, hey, das ist mein erstes Interview. Und weißt, ich ganz lieb sage, ja, oh, okay, kein Problem, wir probieren es schön zu machen, dass es eine gute Erinnerung für dich wird, bla bla bla. Und nachher sagt sie so zu mir, sie stellt ihre Kamera, macht alles ready und so. Und nachher sagt sie so zu mir, also, ich habe keine Frage, also, du kannst mir einfach von dir ein bisschen erzählen. Und da kommst du genau in den 1%. Ja, das glaube ich. Es gibt aber auch eben die Momente, die man muss geniessen muss, sind also die Momente, wo du dann irgendwie sagst, ich muss dann zum Teil für mich so ein bisschen wie rauszoomen, dass du gar nicht in deinem Körper fühlst, sondern eigentlich schnell siehst von außen. Ja. So, wow, irgendwie, keine Ahnung, bei dir irgendwie, weißt du, so Bachrhein zum Beispiel. Ja. Oder, weißt du, so etwas, wo auf irgendwie checkst in dem Moment überhaupt, was passiert. Ja, das mache ich noch viel. Ja. Das mache ich noch viel. Und das, ich lache so oft in so Situationen, weißt du. Also, Bahrain, also der Konzert. Wir waren der erste Rockkonzert in Bahrain oder so. Yeah. So das erste Festival, das dort gegangen haben. I stage dived. Yeah. Und wenn ich.
Ja, wenn ich schaue, dann denke ich, hey, was für ein verrückter Sieg bin ich. ich habe Halleluja gesungen. Ja. Yeah. Und nicht als Provokation oder so, weil es einfach damals in meiner Setlist war, weil es ist ein Song, den ich sehr gerne spiele. Und ich habe vorher gefragt an den Veranstalter, was denkst du? Und er hat gesagt, ja, du kannst es schon spielen. Es wird schon easy gut ankommen. Und es ist gut angekommen. Und es war auch eine Mischung gewesen, das Publikum, ein bisschen mehr traditionell, ein bisschen mehr modern. Und es war ein super Moment gewesen. Aber das sind wirklich, das sind Punkte, wo du denkst, es hat auch Momente, wo du denkst, das ist mehr als Musik. Das ist wirklich mehr als Musik. Das ist jetzt ist wirklich so, das ist eine, also in Barheim habe ich mich wie the leader of a revolution. Gefühl. Weißt, ich bin auf der Bühne und ich habe mich wirklich wie the leader of a revolution. Also so habe ich mich wirklich damals gefühlt. Und das sind natürlich coole Gefühle. Yeah. Aber das war ganz speziell gewesen. Und nach der Show bin ich noch ins Publikum, um ein bisschen Feedbacks zu hören und so. Und alle haben so Spass gehabt und alle haben gemeint, ich sage ein bisschen verrückt und so. Weißt? das sind coole Momente gewesen. Was sind so andere Momente gewesen, wo, ich meine, du bist auf der ganzen Welt unterwegs, gesehen, was sind so die Keypoints, wo du sagen, das ist auf jeden Fall, wenn du am Schluss musst ein Bild malen, weißt du, das Country. Hey, so viel, wirklich so viel, weißt du, ich habe in Girls Gefängnis in Columbia gespielt, so Zeug, weißt du, und ich habe in Madagaskar vor 2000 Kids gespielt in einer Schule und in Algeria habe ich gespielt während Ramadan. Also stimmt, irgendwie nach Mitternacht, eben, hast du es gesehen? Ja. Nach Mitternacht. Crazy. Und das ist, Algeria, das bleibt immer noch wahrscheinlich Top 3 Publikum, das wir hatten. Yeah. Es ist unglaublich gewesen. Wir haben fast nicht können weg von der Bühne. Es ist, wir hatten 12 Security rum. Also ich habe immer gerne gespielt in den Ländern oder in den Orten, wo du weißt, die haben nicht jeden zweiten Tag internationale Künstler, die kommen spielen. Yeah. Ich glaube, Madagaskar habe ich 2015 gespielt und ich bin der erste Konzert von jemandem seit 2012. Yeah. Oder so etwas. Und weil du verdienst ja kein Geld, wenn du auf Madagaskar spielen gehst. Yeah. Und wegen dem ist es für viele auch keine Frage. Aber ich mache es immer für das Erlebnis und Fun. Und wenn eine Möglichkeit kommt, ich bin fast immer der gewesen, wenn ich gesagt habe, okay, komm, machen wir es. Mhm. Und der Vorteil, den ich habe, ist auch, ich kann auch sehr günstig unterwegs sein, weil ich kann einfach mit meiner Gitarre reisen und 3 Stunden auf der Bühne allein sein. Mhm. Ich liebe mit meinen Bands spielen. Das ist natürlich die geilste Show, wenn wir da Festivals spielen und so vor 40'000 Leuten und hast die ganze Band. Ich spiele seit 15 Jahren mit den gleichen Jungs. Mhm. Das ist etwas Spezielles. Aber ich kann auch allein unterwegs sein und meinen Spass finden. Aber so Konzerte, das sind immer die speziellen Momente. In Jordanien habe ich auch in so einer Arena von 4'000 Jahren alt gespielt. Ja. Yeah. Und habe noch gedacht, ich gehe auch noch schnell ins Publikum. Ich bin fast nicht zurückgekommen. es ist ein bisschen crazy gewesen. Aber ich habe nie Angst vor Publikum gehabt. Ich habe immer gemeint, das sind auch Menschen, oder? Yeah. Aber das sind alle die so spezielle Momente gewesen. Es ist nicht einmal das geilste Konzert oder das geilste Stimmung, aber es sind einfach Momente, wo es hat ein bisschen mehr Bedeutung als Musik. Yeah. Und du weißt, es wird nicht 20 Mal gehen. Es ist wie, also nachher auf der anderen Seite, auf so die geile Konzerte und so, Brandenburger Tor 2014 vor 1 Million Zuschauern in Deutschland. Der Konzert, wo wir als Band als Nummer 1 immer nehmen, ist Südkorea. Jamsil Arena ist das Olympische Stadion im Mai 2014. Das ist in Seoul gesehen. Seoul, genau. Und das ist für uns wirklich fast wie ein Witz gewesen. Das ist wirklich der Teil, es ist fast ein Witz. Du kommst am Flughafen Limousine, nach dem besten Hotel mit Suite. Ich hatte noch eine Schocki-Statue von meinem Kopf im Zimmer. Wirklich? Wir durften nicht dürfen im Ausgang, weil der Typ hat. Der Show war am nächsten Tag und unser Manager dort hat uns nicht verloren.
Scheiße. So eine Reputation haben wir gehabt. Er hat uns im Ausgang nicht verloren. Und gesagt, nein, jetzt könnt ihr schlafen. Immer gehen schlafen. Und am nächsten Tag. Das ist Spinal-Tap-mäßig, oder? Ja, ja. Nein, es ist wirklich crazy. Und du denkst, ist das alles eine Hidden Camera, ein Witz oder so? Und am nächsten Tag spielst du vor 15.000 Südkoreanern, die deine Lyrics kennen und so. Und das ist einfach. Das ist wirklich, ein paar Mal haben wir uns müssen schauen mit der Band und sagen, hey, was ist das? Und, das ist genau einer von den Momenten, wo ich wirklich wieder Augen zugemacht und wieder offen und habe gemeint, wow, also den Moment würde ich mich jetzt merken, das werde ich mich erinnern. Krass. Was ich immer faszinierend finde, ich glaube, das ist ein bisschen das Schweizer Understatement-Ding. Ich meine, natürlich kommt es mal in die Schlagzeilen, Bastian Baker mit Shania Twain auf Welttournee. Hm. So. Aber es wird in der Schweiz wird eigentlich immer alles ein bisschen klein gehalten und so ein bisschen, ist okay, ja. So, und darum kriegt man es irgendwie zum Teil gar nicht so mit. Ich meine, du bist irgendwie auf der ganzen Welt unterwegs und es geht crazy ab. Und in der Schweiz ist so, Bastian Baker ist wieder unterwegs. Weißt du, also, viel mehr passiert nicht. Und also ich glaube auch, dass das der große Charme von der Schweiz ist, weil es einfach durch das viel entspannter ist. Mhm. Weil da muss man nicht so Angst haben, dass man euch verliert. Weißt? Ja. Aber ich finde es schon noch faszinierend, dass in der Schweiz man das gar nicht so mitkriegt. Ja, ich glaube schon, dass. Also, amigs tun einfach mit Leuten reden und. Ich erwarte nie von den Leuten, dass sie alles über mir wissen oder kennen und so. Aber es ist schon lustig, wie amix. Also ich habe immer noch jetzt Leute, die mich fragen, ob das mein einziger Job ist. oder ob ich schon in der Deutschschweiz gespielt habe. Und schon mal ein Konzert gespielt, allein. Weißt, du hast immer das Gefühl, du machst zu viel Promo, aber da merkst du wahrscheinlich machst du nicht genug. Oder? Die Leute kriegen es nicht immer und es ist kein Problem. Aber es ist schon lustig, wenn du amigs fängst an mit Leuten reden und sie sagen dir, ja, keine Ahnung, ja, Los Angeles bist du auch schon gewesen. Und ich sage, ja, ich habe dort Staples Center gespielt und so. Yeah. Ah, okay. Aber ich habe auch gelernt in der Schweiz, weißt, meine Geschichten mache ich, also du musst schon anders sein. Wenn du zum Beispiel in Amerika unterwegs bist, du triffst jemanden und es ist sofort, was habe ich gemacht, wer kenne ich und es ist Name-Dropping und es ist auch Teil von der Kultur und so wirst du einfach eigentlich ernst genommen, oder? Genau, du musst möglichst die beste Geschichte auspacken. Und eben, so schnell wie möglich. Shania Twain, möglichst Hallo Bastian, Shania Twain. Es ist ja so. Aber in der Schweiz, ich kann auch, in der Schweiz muss ich amix, ich erzähle die Geschichte kleiner als was sie sind. Yeah. Weil du willst auch nicht, weil nachher denken einfach Leute, dass du ein arroganter Dude bist. Und ich kann auch, also amix, wenn Leute nicht unbedingt alles wissen von meiner Welt und so, also auch mit meinen Kollegen, weißt du, ich habe mega viele Kollegen, die Sportler sind und so. Und wenn sie fragen, ja, ich tue einfach ein paar Details immer auf der Seite lassen, weil du brauchst auch nicht immer unbedingt alles zu erzählen. Und ja, aber das tun wir nachher zwischen Künstlern ein bisschen sagen, weißt du, hey, und hat noch das gemacht. Und so, geil. Aber sonst, nein. Ich rede auch, also Interviews und so, rede ich gerne von meinen Projekten und Geschichten und so. Aber privat, ich bin wirklich mehr der, wo auf andere lässt. Und ich bin so interessiert an Leuten, ihre Geschichten. Und ich meine, bei mir ist, ich mache es auch gern, wenn Leute Fragen haben, weißt du, was ist dein Lieblingskonzert gewesen? Spielst du Klavier? Yeah. Wie hast du deinen Künstlernamen gefunden? Aber das ist immer für mich, da muss ich immer ein bisschen Mühe geben, um die Geschichte zu erzählen, als ob es das erste Mal wäre. Yeah. Weil ich weiss, dass Leute wirklich an dem interessiert sind, weil ich habe es am Gegenteil auch gehabt. Weißt, ich habe vor 2 Monaten habe ich Martina Hingis gefragt, auf welche Suchfest sie am liebsten gespielt hat. Weißt, Clay oder Grass? Oder? Hat sie wahrscheinlich schon 3 Millionen Mal beantwortet. Eben. Und wegen dem verstehe ich auch, dass Leute wahrscheinlich das wissen wollen. Und ich gebe mir so viel Mühe wie möglich, einfach ehrlich und spontan zu bleiben und eine coole Antwort zu geben, auch wenn es
mir nicht unbedingt wichtig das Thema ist, weil ich, yeah. ich habe eben, ich habe Martina Hingis gefragt, what's your favorite surface to play, weißt? Und es hat mich wirklich interessiert. Ja, logisch. Aber ja, es ist ja so. Logisch. Aber die Sachen, die du dann quasi für dich behaltest, hast du die dann irgendwann mal in einem Buch raus oder so? Ist das der Endplan? Ich habe keine Ahnung. Ich bin schon, es hat ein paar Themen, die ich auch immer sehr privat behalte. Und das Problem mit dem Buch, weißt du, es hat. Ich habe schon angefangen, ein bisschen zu schreiben, yeah. Um einfach nicht zu vergessen. Ein bisschen Tagebuch-mässig. Ja, nicht Tagebuch, weil ich habe nicht genug. Ich bin nicht streng genug, yeah. um das zu machen. Aber einfach so, amix habe ich so eine gute Geschichte im Kopf und ich tue sie schnell schreiben. Ich habe letztens, das ist die Geschichte von meinen ersten Swiss Music Awards geschrieben, weil das ist eine ganz lustige Geschichte gewesen. Aber ja, das Problem mit Buchschreiben und so, es ist, ich habe so viele Geschichten, wo andere Leute involviert, yeah. weißt? Und ich würde nicht einfach sagen, ja, mit dem sind wir in NASA gsi und das und das ist passiert. Mhm. Und wegen dem dürfen wir jetzt nicht mehr in NASA gehen, weißt? Also, das ist nicht so Zeug, weißt? Das kann ich nur so als Teaser geben, aber ich würde nie... Was ist in NASA passiert? Ich kann eben nicht sagen. Aber ich darf nicht mehr dort. Nein, aber es sind so Kleinigkeiten, aber ja... Wegen dem, es braucht immer einen Teil Mystery und es sind auch Geschichten, wo meine Familie, meine Kollegen oder auch die auch nicht kennen. Jeder hat seine Geheime. Aber ja, mal schauen. Wahrscheinlich mache ich ein Buch und wenn ich sterbe, kommt es nachher raus. Dann können wir alle Notizen und dann sagt, oh. Eben. Das ist der Vorteil am Komiker, weil dort kannst du Geschichten nehmen und dann tust du halt auf so zwei, drei Details andere und die Leute fragen dann, stimmt das? Und sagst, ja, so 85%. Yeah. Und vielleicht erwähnst du dann gar nicht. Wahrscheinlich ist das meine Lösung. Wahrscheinlich ist das meine Lösung. Ich mache in ein paar Stunden Stand-up-Comedy, wo ich alle meine Geschichten erzähle und dann ein paar Titel ändern. Ich bin so dabei. Ich sitze mit dir an, wir schreiben eine geile Setliste. Du willst einfach die Geschichte hören. Nein, du musst mir nicht die richtig erzählen. Wir tun sie von Anfang an umändern. Okay, das ist kein Problem. Okay, was hast du bei den Swiss Music Awards gesehen? Ja, das ist einfach eine cute Story, weil ich bin dort damals nominiert gsi Best Breaking Act. Ja, yeah. Also bist du also Anfang 20 gesehen, ja, oder? Eben. Und gerade erst ein Album rausgekommen. Ja. Yeah. Aber das ist, ich war gleichzeitig nominiert wie 77 Bombay Street und Tinkerbell. Und Bombay Street haben den grössten Jahr mit Up in the Sky. Mhm. Ich war Vorband für Bombay Street vor drei Monaten. Oh, yeah. So, ich habe schon gemeint, okay, keine Chance. Schon gut nominiert sein. Aber irgendwo hatte ich schon ein bisschen Hoffnung. Ja, logisch. Und Mark Sway war dort und er hat Laudatio gemacht. Mhm. Und ich habe ihn vor der Show im Backstage getroffen. Und wir haben schnell geredet, er gesagt, ich mache den Laudatio für deine Kategorie und so. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, so, hey, look, wir machen etwas. Wenn du den Envelope aufmachst und du siehst meinen Namen, ich würde, dass wir etwas finden, dass ich vor allen Leuten weiss, dass ich gewonnen habe. Yeah. Und dann hat er gesagt, okay, was könnten wir machen? Und er hat gesagt, okay, look, wir machen es so. Ich mache das Ding offen, wenn ich deinen Namen sehe, mache ich Ulala, ulala. Und nachher sagen die Namen. Und ich so, okay, gut, Deal. Und ich bin richtig nervös gewesen, weil das ist auch ein bisschen von den Punkten, wo ich gewusst habe, wenn du es gewünscht, bist du nachher wirklich also ein bisschen mehr etabliert. Ja, klar, bist set. Yeah. Und dann kommt der Mark Swift Pini und dann macht das Ding offen und sagt, ulala, ulala. Und ich bin sofort gestanden, ja! Yeah. Bevor er meinen Namen gesagt hat. Yeah. Und ich habe es gewusst und alle haben so geschaut und nachher so, Boston Baker! Und ich so, yeah! Das war lustig. Besser als das sein, ulala, ulala, 77 Bombay Street. Da hätte ich ihn umgebracht. das ist mir mal passiert, an einem Wettbewerb. Nein. Doch, so eine offene Bühne gesehen. Mhm. Ich habe nicht mal gecheckt, dass es ein Wettbewerb ist. Sondern ich bin auf die Auftreten. Mhm. Danach hat es geheißen, geil, du bist im Finale. Mhm. Du musst in einem halben Jahr wieder kommen. Und ich so, okay. Dann bin ich ein halbes Jahr später wieder gegangen.
Eben, und ich erzähle jetzt auch nicht zu viel Detail mit, was so die anderen Leute gesehen sind. Aber es ist so wie klar gesehen, die ersten drei gewinnen etwas. Mhm. Ja? Und wir sind, glaube ich, 8 oder 9 gesehen im Finale. Mhm. Und dann hat der dritte Platz gesehen, eine Band. Ja? Zweiter Platz ist gesehen, ein guter Kollege von mir, auch Komiker. Und durch das hat sein Manager das Gefühl gehabt, ich gewinne den ersten Platz. Und wo sie da verkünden, nimmt er meinen Arm und tut ihn schon so auf. Weißt du, so wie nach einem Fight oder so. Mhm. Und ich so, und dann ist es einfach aber komplett anders. Ich bin nicht mal unter den ersten drei gesehen, einfach nie. Was the worst. Ja, das ist natürlich nicht sehr lustig. Und doch hat, haben wir alle zusammen noch dürfen zu Nacht essen. Ah, schön. Du bist in einer guten Laune gewesen. Oh mein Gott. Oh was hast du bestellt? Weißt du noch? Es ist automatisch, ich weiß nicht, was es ist. Okay, das Menü. Ja, so Chicken. Aber die drei ersten haben ein besseres Menü gehabt oder nicht? Nein, das nicht, aber die haben geile Preise gewonnen. Ah, okay. So Weekend im Tessin. Ah, und irgendwie Weekend im Tessin ist noch 1500 Stutz, Auftritt am speziellen Festival und alles dazu. Okay. Du bist geil natürlich, wenn es dann wirklich dein Name ist. Das war wirklich mein Name. Ja. Oder wenn es der Mark Zwainer sagt, oder? Eben, der ist. Bastian Baker! Eben, genau so ist es. Wie ich schon gesagt habe, dass jetzt. Wir haben ein neues Rekzeichen. Hast du mal unterbrochen? Wir sind jetzt bei 55 Minuten. Boah, bald in einer Stunde. Wie ich gesagt habe, ist. Der Release von diesem Podcast zeitlich mit dem Release von deinem Album. Mhm. Und du musst mir jetzt sagen, wie man es richtig sagt. Stories of the 21st, okay. Mhm. Weil weißt, ich bin ja selber so ein Trottel. Ich habe römische Ziffern. Okay. Und dann gibt es ja bei dir, die sagen, jo, seid mir jetzt XXY. Nein, 21st. Yeah. Stories of the 21st century. Yep. Das ist eben das. Aber ich habe es cooler gefunden mit XXI. Ich finde auch römische Ziffern geil. Ist auch cooler zum Schreiben und ich habe es einfach so cool gefunden. Und das Album hast du überall ein bisschen erarbeitet? Ja, es war natürlich eine komische Aufnahmezeit. Yeah. Also es hat Songs, wo zum Beispiel No Secret, das letzte Song auf dem Album, den habe ich vor 4 Jahre angefangen aufnehmen und nachher fertig gemischt und gemastert während der Corona-Zeit und das ist alles so Zoom und so E-Mails und hin und her und hin und her. Es war ein komischer Prozess gewesen, aber schön haben wir es trotzdem können machen. Yeah. Aber es ist wirklich nicht einfach gewesen, kreativ zu sein in diesen Zeiten. Yeah. Und zum Glück habe ich schon ein paar Songs früher geschrieben und so. Aber ja, es ist ein modernes Album, glaube ich, weil es ist wirklich, früher bin ich einfach 2 Wochen im Studio gsi und habe Day and Night müssen aufnehmen und habe nachher noch Stress für Vocals gehabt, weil wir haben eine Woche geplant und das ist die Woche, wo ich musste gut singen. Mhm. Also der Druck war immer enorm gewesen, weil was passiert, wenn das Studio gebucht ist und es ist einfach nicht die gute Woche für deine Stimme, weil du ein bisschen verkältet bist oder so. Yeah. Es war immer ein riesen Druck gewesen. Und das Mal ist es ein bisschen mehr, es hat mehr Zeit gebraucht. Schweizerdeutsch, ja. Zum den ganzen Album aufnehmen. Und bei jedem Song ist eine andere Strategie, eine andere Art und Weise. Yeah. The Way It Is, zum Beispiel der aktuelle Single, das haben wir am gleichen Tag geschrieben, produziert und aufgenommen. Wirklich? Also ist alles auf einen Tag. Mhm. Und Call Me in L.A. der Next, habe ich mit dem gleichen Dude am nächsten Tag genau das gleiche geschrieben, produziert, aufgenommen. Wirklich? Und es war vor der Pandemie gewesen. Und ich weiss noch, weil er hat mir gesagt, komm, wir nehmen Vocals auf, als ob sie die Final Vocals sind. Also wir müssen mit denen so happy sein, dass sie könnt eventuell Final Vocals sein. Weil ich habe keine Ahnung, wenn ich dich nächstes Mal kann sehen und nachher wird es kompliziert. Weil das war in L.A. gewesen, gell? Das war in L.A. gewesen.
Und hey, zum Glück haben wir das gemacht. Weil ich glaube, es hat auch etwas cool, an dem gleichen Tag, wo du schreibst, die Vocals aufnehmen. Mhm. Habe ich auch auf dem Previous Album gemacht, bei Stay zum Beispiel. Mhm. Weil ich glaube, es hat noch ein bisschen, bist unsicher, hast es noch nicht tausendmal gehört und die Melodie ist wirklich noch, wie es an dem Tag ist. Und yeah. Wegen dem finde ich es wirklich super. Das ist natürlich das perfekte Szenario, wenn du kannst schreiben, produzieren, aufnehmen. Mhm. Das ist etwas unglaublich. Das passiert ja nicht bei jedem Song. Yeah. Und mit ihm, mit Eric Lumière heisst er, das hat zweimal geklappt. Für zwei von meinen Lieblingssongs auf dem Album. Aber eben No Secret, ein anderer Song, das ist der einzige Song, den wir in einem Studio aufgenommen haben mit sehr viel talentierten Musikern von Los Angeles. Das ist voll Name-Dropping. Joel Shearer hat mit Damien Rice und Edward Sharpe in der Magnetic Zero gespielt. Kurt Schneider bei Shawn Mendes, bla bla bla. Der Pianist von Death Cab for a Cutie. Also das ist auch etwas, was in Amerika immer cool ist. Yeah. Wenn du mit Musikern rum bist, also in L.A. zum Beispiel, sind immer so talentierte Leute und die bringen schon etwas mehr an deine Musik. Yeah. Das habe ich immer geschätzt und wegen dem mit diesen Leuten, ich gebe immer ein bisschen die Richtung, aber nachher bin ich auch immer sehr offen und lasse sie auch improvisieren und so, weil sie sind so gute Musiker, du musst sie brauchen, sonst kannst du irgendjemanden nehmen, der spielt genau, was du willst, aber bei denen musst du ein bisschen Freiheit lassen, sodass es cool kommt und bei denen ist es so passiert. Also ja, es ist wirklich ein Album, wo auf viele verschiedene Art und Weise aufgenommen worden ist. Und ich glaube, wegen dem ist es auch ein modernes Album. Es hat wirklich zwei Seiten auch. Eine sehr Pop- und so kommerzielle Radio-Seite und etwas, wo ein bisschen mehr so oldschool Bastian Baker, könnte man fast sagen. Yeah. So Songs wie Secret, Ruined Our Story, Leave a Scar. Mhm. Ich freue mich schon riesig, Leave a Scar, die Festivals spielen. Das ist genau ein Song, wo du schreibst und du denkst schon, wenn ich Festival spiele, dann wird es so geil sein, weil es hat den Sing-Along-Teil und so. Und es ist einfach wirklich mit der Live-Band. Wird wenn ich das gehört habe, also denke, das ist eine, der wird ein bisschen weiter gedreht als nur es ist nicht unbedingt ein Single, ein Favorite, aber es ist wirklich einer, du weißt, es wird gut kommen live. Ich könnte schon du kannst dir schon öffnen mit so einem Song, weißt? Und ich schaue immer für so Songs, die auch wirklich gut live tönen, weil wir sind ja wirklich für unsere Live-Shows bekannt und es ist immer wichtig, dass ich nicht nur Radio Hits habe, aber auch wirklich Songs, die du am Festival bringen. Wenn du jetzt zum Beispiel das Album anschaust, aber klar ist es nochmal unter spezielleren Bedingungen gesehen wegen Covid, aber ich glaube auch grundsätzlich in einer Entwicklung, wo man macht als Künstler, tust du auch immer neue Wege suchen, so oder so. Also genauso wie du sagst, andere Musiker sollen sich selber auch einbringen, weil vielleicht haben sie einfach nochmal ein bisschen geileren Riff hinten dran, wo du nicht in deinem Kopf gehabt hast. 100%. Musst du dich auch sonst ein bisschen öffnen und auf einmal gehst du andere Wege zum Song schreiben. 100%. Weil, ich meine, am Anfang, du bist ready gewesen, zum loslegen, Anfang 20, dann hast du ein paar Songs, oder? Und mit denen gehst du raus. Aber dann, wenn du dann schon am Touren bist und so, kommt ja irgendwann der Moment, wo du findest, fuck, jetzt muss ich neue Songs haben. Ja, bei mir ist der Moment nach dem dritten Album gekommen. Die drei ersten Alben habe ich 100% alles selber geschrieben. Ich glaube, nur auf dem dritten Album hat es Collaboration with Alex Hepburn. Von England Planned It All. Den Song haben wir zusammen geschrieben. bei ihr, die war eine sehr lustige Songwriting-Session. Aber Punkt ist, wir haben einen Song geschrieben. Unter anderem. Und es ist ein guter Song geworden. Aber bevor habe ich wirklich fast alles selber geschrieben. Und nachher ist wirklich der Punkt gekommen, wo ich habe, weißt du, kommst immer an den Punkt, wo du fängst an, Akkorde zu spielen. Denkst, ah, habe ich ja schon gespielt. Und du fängst an, so Songs zu schreiben über Gefühl und sagst, ah, habe ich auch schon gesagt. Und das ist ein bisschen der Moment, wo ich angefangen habe in Amerika
vor allem Co-Writing zu anfangen zu machen. Und dank Co-Writing habe ich wirklich einen neuen Weg gefunden. Ein Song wie Stay hätte ich nie allein können schreiben. Yeah. Habe ich mit der Vlad Holiday geschrieben. Wir sind bei ihm zuhause und es ist das erste Mal, wo ich einen Song angefangen habe, wo wir gleichzeitig produziert haben. Weil ich hatte eine Idee, die Melodie habe ich gehabt. Vor 3 Jahren habe ich die Melodie gefunden, in Australien, am Laufen, in der Straße. Und nachher habe ich ihm das gezeigt und habe gesagt, denkst du, das ist der Chorus? Und er hat mir gesagt, ja, wenn du dich fragst, ob es der Chorus ist, dann ist es der Chorus nicht. Und nachdem haben wir das als Verse genommen. Und er hat so einen Beat angefangen auf den Computer zu tun. Und nachher haben wir den Refrain gefunden. Und nachher haben wir wirklich die so moderne Weg produziert. Und ich weiß noch, ich bin zurück in der Schweiz gekommen, ich habe es meiner Familie gezeigt. Und sie haben einfach so grosse Augen gesehen. Und meine Schwester einfach musste sagen, du hast das gemacht? Yeah. Und weißt, sie haben wirklich Freude gehabt. Meine Kollegen haben immer gesagt, hey, der Moment, wo Stay rauskommt, wird ein riesen Hit und so. Und es ist auch ein riesen Hit geworden in der Schweiz. Aber das ist alles natürlich dank Co-Writing. Und ich glaube, in Amerika haben sie auch immer gesagt, I'd rather have a small part of a big pie than the entire small pie. Und das ist auch etwas, was ich müssen lernen musste, weil ich bin natürlich früher auch sehr stolz gewesen, dass ich immer alles selber geschrieben, produziert, arrangiert, ich habe wirklich alles gemacht. Aber damals ist es normal für mich gewesen und ich hatte die Inspiration gehabt. Und es war wirklich ein Moment gewesen, wo meine Musik wirklich ein Trend war. Ich meine, 2011, meine Musik, meine Pop, das ist wirklich etwas, wo ein Trend war. Und dann habe ich wirklich müssen lernen, wie kann ich meine Karriere weitermachen. Und es hat Bands, die das super machen. Maroon 5, Coldplay, Ed Sheeran. Das sind wirklich die, die immer... Die tönen ja nicht mehr wie am Anfang. Die tönen nicht wie am Anfang, aber es ist nicht schlimmer. Sie sind einfach immer mit neuen Sounds, hat sie immer interessiert und haben immer probiert, mit eigener Identität einfach immer weiter zu gehen. Und ich glaube, ich bin ein bisschen die gleiche Meinung. Ich wollte nie zu konservativ bleiben und ich wollte einfach immer offen bleiben. Und das siehst du auf dem neuen Album auch. Ich meine, The Way It Is, das ist wirklich ein Song, wenn selber hätte ich es wahrscheinlich nicht so gemacht. Ich hätte es viel mehr folkig gemacht. Ja, aber er tut super international, mit den Strichern und eben. So. Ich finde, es müsste noch so eine Martin Garrix Remix geben oder so. Weißt du, wo dann so richtig... Ja, das ist der Schritt, den ich noch nicht gemacht habe. Ist ein Collab mit einem grossen DJ. Ja. Hey, wahrscheinlich kommt es. Keine Ahnung. Es muss auch passen. Ich meine, ich würde es nicht machen, zum nur machen. Ich meine, ich schaue schon, dass alles, was ich rausbringe, Qualität hat. Ja. Und ja, ist auch so bei dem Album. Auf jeden Fall. Und dann ist der Plan, also es kommt raus. Und es ist halt eben schwierig jetzt alles noch mit der Planung und so. Aber jetzt machst du wieder ein paar Clubshows. Und dann? Ja, Clubshows sind eigentlich mein nächster Fokus. Weil das habe ich seit sehr lange nicht mehr gemacht. Und wir spielen ja meine Lieblingsvenues. Kaufmehl in Solothurn, Kaufleute in Zürich, Ledox in Lausanne. Das sind alle Läden, die ich schon 10 Mal gespielt habe. Aber die immer so cool sind. Und sie machen es auch gut. Und es ist die perfekte Größe, um einen gemütlichen Abend zu haben. Also ich freue mich wirklich gross auf das. Und es ist ein bisschen so, es ist für das neue Album auch, aber es ist mehr so 10 Jahre feiern. Also es ist wirklich so eine 10 Jahre Karriere-Party. Und ich habe natürlich ein paar Gäste, die kommen. Ein paar, die man natürlich erwarten kann. Leute, die wissen, dass ich gut befreundet bin mit der und der. Aber auch ein paar richtige Überraschungen. Und das wird natürlich sehr cool. Und das Ziel ist natürlich, all die unsere grössten Fans zu können pleasen. Mit so. Weißt du, es wird ganz simpel schon. Wir werden einfach 2,5-3 Stunden auf der Bühne sein. Kein grosses Lightshow oder weiß nicht was, Programm, aber einfach alle Songs spielen, die Leute gerne haben. Und mega spontan, in jedem Abend eine andere Setlist.
vor mehr so Bruce Springsteen-Vibe. Und das ist eher Künstler, wo ich liebe. Aber das ist ein bisschen die Idee für diese Tour. Yeah. Und nachher mal schauen. Du weißt es schon, aber du kannst es noch nicht sagen. Ja, es ist wahrscheinlich so. Aber wie ist es so für dich jetzt mittlerweile? Das Musikbusiness hat sich mega geändert mit. Vor ein paar Jahren ist das auf einmal losgegangen, wo man gesagt hat, man muss kein Album mehr machen, sondern einzelne Songs. Zuerst hat es geheißen EPs, möglichst viele EPs, irgendwie alle drei Monate. Und auf einmal hat es geheißen, hey, am besten alle zwei Wochen eine neue Single, einzelne Release etc. Die interessiert es natürlich null, oder? Es ist nicht, dass es mich nicht interessiert, es ist, dass es passt. Du hast entschieden, nein. Du gehst einen anderen Weg. Nein, es passt einfach zu meinem Musikstil nicht. Yeah. Wer kann jede zweite Woche einen Song rausbringen, so viele EPs wie möglich rausbringen? Und es ist nicht schlecht gemeint, aber klar, wenn du im Hip-Hop-Business bist zum Beispiel, machst du einen Beat, Vocals, kannst du es rausbringen, jede zweite Woche kannst du einen neuen Song rausbringen. Yeah. Das macht dich mega viel Streams auf Spotify und so Listeners, Playlists und whatever. Und die müssen es so machen, weil so bleiben die immer in the game. Aber ich kann nicht jede zweite Woche einen Song rausbringen. Es geht also finanziell ist es unmöglich. Yeah. Auf die Kreativität, das wäre viel zu viel Druck. Und ich glaube, das wäre einfach, weil in so Hip-Hop und so, die tun wirklich so machen, jede zweite Woche einen Song und einmal und DJs auch viel. Nimmt DJs auch viel. Es sind andere Musikstile, wo es viel mehr möglich ist. Bei uns ist es ein bisschen noch mehr traditionell, weil wir gehen nachher auf Tour und es braucht, also für mich ist die CD ist wirklich wie eine Business Card. Also es ist wirklich okay, das ist die neue CD und wir gehen jetzt auf Tour und wir machen Radio-Promo. Radio ist für mich sehr wichtig, in der Schweiz vor allem. Und ich muss sagen, ich bin sehr glücklich, ich habe immer sehr gute Support gehabt von Schweizer Radios. Und es ist einfach ein anderer Musikstil mit einem anderen Weg und andere Tradition. Es ist nicht, dass ich nicht will. Yeah. Klar, ich habe, okay, Drake, was sind es gewesen, wie viele Songs hat er drauf gehabt, wo nachher drin geschnitten sind, sodass es mehr Plays macht, weil es statt ein 3-Minuten-Song, 3-mal ein 1-Minuten-Song ist. Yeah. Alle diese Tricks und so, verstehe ich voll. Und ich würde das Gleiche machen, wenn ich in dem Musikstil würde arbeiten. Aber es ist einfach nicht das Gleiche. Aber ja, es ist klar, es hat sich voll, also total verändert. Aber wir probieren immer ein bisschen, unseren Weg zu finden. Yeah. Ja, und ich glaube, für uns in der Comedy ist das eben schon wie klar gewesen, dass live das Einzige ist, was zählt. So, also bringt nichts, wenn du irgendwie ein geiles Video mal hast, sondern effektiv geht es darum, was live passiert. Und ich glaube, in der Musik hat sich das auch immer mehr jetzt verteilt. Das ist wirklich so, du kannst quasi das Streaming-Business machen, wo du wirklich sagst, mein Ziel ist Streams. Ja. Was wir bei uns war Social Media Comedy, oder das Live. Ja. Nicht mal Business, sondern mehr das Live-Erlebnis. Ja. Oder? Wo du kennst den Unterschied und das muss ich auch sehr oft erklären. Und nochmal, ich sage es noch, es hat nicht einen, der besser ist als der andere. Ja, ja. Aber es hat Künstler, die 100 Millionen Streams haben, die 50 Leute an dem Konzert haben. Ja. Weil sie sind einfach in Playlists und so und sie sind... Ja, sie tun nicht auf live investieren, weil sie machen es eben so und sie sind zuhause, sie produzieren, sie releasen Songs jede zweite Woche, kriegen mega viele Streams. Wahrscheinlich ist es genug, um nachher schön zu leben. Yeah. Und es interessiert sie sogar nicht, auf der Bühne zu stehen. Bei mir ist es fast das Gegenteil. Ich meine, Streams und so bin ich kein Hero. Aber ich meine, wir verkaufen immer gut und unsere Shows sind bis jetzt immer ausverkauft und ich bin mega dankbar, dass alle Leute kommen und das sind wirklich zwei verschiedene Sachen und es ist klar, manchmal höre ich so, der unglaublich, hast du gesehen, wie viel Stream er hat und so und der ist super, aber nachher, wenn du den Live so gern hast wie ich, das ist für mich viel wichtiger, dass Leute an mein Konzert kommen. Yeah. Und das ist einfach eine Wegentscheidung. Yeah. Aber das Streaming ist natürlich, weißt du, was ist der Prozent von Leuten, die auf Spotify gehen und einen Künstler auswählen und einen Song auswählen, den sie hören wollen?
im Vergleich mit Playlists, wo sie einfach eine Playlist auswählen und es lernt einfach wahrscheinlich, spielen. Wahrscheinlich marginal, oder? 3%. Ja, das ist crazy. 3% der Leute gehen auf Spotify und yeah. schreiben Bastian Baker yeah. the way it is. Mhm. Das sind 3%. Und wegen dem ist der ganze Playlist-Business und so ist riesig geworden. Weil yeah. wir machen alle, oder? A chill Mood, Sunday mhm. Afternoon, ein bisschen hören und so. Und klar, du denkst, der Song ist cool und wenn ein Song besonders gut ist, mhm. wirst du wahrscheinlich schauen, wer ist der Künstler und so. Aber sonst hast du keine Ahnung. Yeah. Es ist wie bei Extremsportlern, die bei Red Bull gesponsert sind. Mhm. Du sagst, hey, schau mal das Red Bull-Video. Mhm. Du hast keine Ahnung, wer der Dude ist. Es ist genau das Gleiche. Und ja, das ist einfach ein anderer Style. Das finde ich richtig krass. Aber ich bin dort auch noch traditionell auch in Musik hören. Mhm. Ich suche wirklich effektiv Songs raus und tue mhm. die dann adden. So. Ja. Und nachher machst du wahrscheinlich deine eigene Playlist, weil wir genau. haben früher Burn-CDs gemacht mit unseren Top 20 genau. Songs. Ich mach mein eigenes Radio mhm. mit zuletzt gespielt. Okay. Weißt du, mache ich zuletzt gespielt 14 Tage. Mhm. Das ist so wirklich gerade das Aktuellste. Okay. Wo ab und zu einer, weißt du, der mich länger begleitet, halt wie drinnen bleibt. Mhm. Bin halt wirklich immer wieder mal los. Mhm. Es ist wirklich wie ein Radio, oder? Es ist so, du hast das Neueste, du hast ein bisschen klassisches Zeugs. Mhm. Und dann kann ich aber auch zurück, zum Beispiel, was habe ich noch? 60 Tage, mhm. 120 Tage. Okay. Und dann mache ich ganz heftig 700 irgendetwas Tage. So, das ist dann wirklich alles, was ich gelost habe in den letzten Jahren. Aber siehst du, das ist dein Weg. Ja, yeah, ja. Yeah. Und jeder hat seinen Weg. Und Spotify, let's be honest, es ist ein unglaubliches Tool. Ich meine, yeah. dass du alles da hast und so. Es ist einfach. Es ist so schnell gekommen und ich glaube, wir haben, also Künstler haben sofort drauf fallen sein, weil es hat geheißt, weißt, Streams und so. Finanziell ist natürlich noch nicht perfekt, wie sie alles mhm. machen. Ich meine, im Vergleich mit CD-Verkauf und so ist natürlich yeah. viel weniger. Aber ich glaube, wahrscheinlich in Zukunft werden wir schon eine richtige Balance finden, wo es nachher ein bisschen mehr fair wird. Ich kann auch, es hat ein paar Leute, die dafür kämpfen und auch für so Credits und so, weißt mhm. dass am Anfang jetzt auf Spotify jetzt nicht einmal Credits gehabt. Mhm. Du hast nicht einmal können wissen, wer den Song geschrieben hat und mhm. so, wie beim Album Booklets und so, ist immer drinnen geschrieben gewesen. Es ist ein Prozess und ich nütze es jeden Tag. Yeah. Ich höre auch so Musik. Aber ja, es ist, wir müssen immer ein bisschen weiter schauen und immer probiere es so fair wie möglich zu sein und mal schauen, wie es alles läuft bei Spotify, sodass man den Witz nicht mehr machen kann von, weißt du, was der kleine der Pocket da in den Jeans, weißt du, für was es ist? Für die Name von Spotify. Spotify Money. Ja, das Münzfächle. Ja. Shit. Aber wegen dem Live-Erlebnis, wegen dem Konzert, du sagst, du machst jeden oben eine neue Setliste. Da habe ich sehr Verbundenheit zu dir, weil das mache ich auch so, egal was ich spiele. Aber trotzdem hast du ja eine große Planung davor, wie du sagst, du musst vorbereiten, damit mhm. du überhaupt kannst improvisieren kannst. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wie lange vorher planst du jetzt zum Beispiel die Clubshows? Ja, ich meine, ich werde jetzt zuerst entscheiden, welche Songs mhm. wir können spielen. Yeah. Also eine Liste von allen Songs, die möglich sind zu spielen, an die Band schicken, sodass sie schon ein bisschen schauen können und schon ein bisschen sich Gedanken machen mhm. oder wieder ein bisschen finden, weil wir spielen ja seit langem nicht mehr. Mhm. Und nachher, es ist ein ziemlich lustiger Fact, ich mache alle meine Setlisten unter der Dusche. Also, ja, ich nehme eine Dusche und weil dort bin ich sehr kreativ mhm. und dort kann ich mir wirklich vorstellen, was alles wird sein. Und nachher schicke ich eine Version zu der Band und nachher fragen sie mir, wie viele Duschen wirst du noch nehmen. Und ich sage, nein, ist gut, das ist definitiv. Und nachher haben wir es normalerweise. Aber nachher ist es immer, weißt du, es muss auch spontan bleiben. Setlist ist einfach so, das ist der Highway und plötzlich hat es hat einen Unfall auf der Highway und mhm. du musst einen anderen Weg nehmen und also es ist immer ein bisschen anders und das ist mit der Band kann ich improvisieren, aber es hat natürlich Limits. Yeah. Wenn ich allein spiele jetzt, mhm. fühle ich mich wirklich wie, ich mache es wie ein DJ und das bedeutet, ich weiß, welche Songs ich mhm. kann spielen. Mhm. Normalerweise weiß ich, mit welchem Song ich anfange,
Aber nachher ist es kann ja egal, keine Ahnung. Mhm. Keine Ahnung. Und es geht immer, es kommt immer darauf an, weil ich sehe, okay, slow start, okay, wahrscheinlich nur ein Song, um ein bisschen einstimmen und so. Oder wow, sie sind sofort crazy, okay, also jetzt etwas ein bisschen dynamisch und so. Und Leute lachen sehr oft DJs aus, sie sagen, ja, aus den Knopf drücken und so, bla bla bla. Aber die, es ist ein richtiger Job. Du musst immer wissen, du musst immer mit den Leuten reagieren, du musst, you have to feel the room. Mhm. Und das ist so ein Job, den nicht jeder kann. Und wegen dem gibt es auch so viele schlechte DJs, weil jeder denkt, dass er es machen kann. Ja, ja. Aber immer, wenn der Song läuft, kommt sicher der Song und dann kommt sicher der Song. Aber es ist Gegenteil, es ist wirklich... Du musst wirklich schauen, was für eine Crowd du hast, was sie für einen Mood haben. Und du musst schauen, nehme ich sie mit da oder die Richtung oder das. Und das mache ich bei akustischen Shows, mache ich genau das Gleiche. Aber ja, so, wir werden ein paar Proben haben vor den Clubs. Aber ja, wie gesagt, ich habe auch den Vorteil, dass ich seit 15 Jahren mit den gleichen Jungs spiele. Mhm. Wir kennen uns, seit wir 15 sind. Und wir haben schon wirklich Alchemie zusammen, die sehr speziell ist. Und wenn wir wirklich sehr viel gespielt haben, vor ein paar Jahren, bevor der Corona-Break, ich habe nur einen Blick gebraucht. Ich habe nur einen Blick gebraucht, sodass mein Schlagzeuger gewusst hat, okay, jetzt slow down. Ich habe nur einen Blick gebraucht, sodass mein Gitarrist gemeint hat, okay, jetzt bin ich dran. Es ist ziemlich crazy. Oder einfach eine Gitarre zeichnen, wo ich sie hochgehebt oder unten und sie haben gewusst, okay, das bedeutet, wir machen noch weiter mit diesem Song und so Zeug. Also das kannst du proben, aber das kommt auch natürlich nachher mit, dass das Zusammenspielen auch noch viel, viel stärker. Vielleicht kennst du die Geschichte von Chuck Berry, dass er, ja, wie du gesagt hast, du musst immer nur mit der Gitarre reisen, oder? Dass er auf dem mit der Gitarre noch immer an ist. Das Einzige, was er gebraucht hat, ist First-Class-Ticket, Flugzeug und vor Ort eine Band, wo all seine Songs kann spielen kann. Okay. Das ist aber nicht seine Band. Er hat keine eigene Band, sondern auf Kosten vom Veranstalter. Okay. Und dann ist er angestanden und dann hat er aufgefunden, okay, Monkey Business in D. Go. Und dann läuft alle so, oh shit, okay, let's go. Wow. Und Bruce Springsteen, darum ist es mir gefallen, weil du ihn erwähnt hast, bevor der Bruce Springsteen der Boss geworden ist eigentlich, ist schon mal in so einer Band gesehen. Okay. Wofür der Chuck Berry hat müssen spielen. Okay. Und er hat gesagt, das ist der craziest shit ever gesehen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Druck es ist. Weil eben, du bist einfach so dort und er wechselt einfach und sagt, wir machen es in A. Und du bist so, was? Aber die werden dann nachher die besten Musiker. Ja. Yeah. Ich meine, meine Jungs sind in der Zwischenzeit so gut geworden, weil ich auch, weißt du, amigs, keine Ahnung, hast ein Stimmproblem und du musst alles halb Ton unten spielen. Ja. Yeah. Und bei mir ist easy, ich nehme Capo auf die Gitarre, oder? Yeah. Und singe ist ja eh. Mach's eh, aber sie müssen alles, oh shit. Aber die werden nachher. Krass. Ja, und es ist so lustig, weil sie spielen nachher mit dem, weißt du, wenn eine neue Bandmitglieder kommen und so, zum Beispiel mein Pianist spielt jetzt nicht mehr mit uns und wir haben einen neuen Pianist müssen brauchen. Und weißt du, die sagen einfach zu ihm, ja, hier ist es so. Weißt du, voll so. Ja, hey, du musst dich einfach dran gewöhnen, hier ist es so. Und das ist lustig, weil es klingt einfach cool für sie jetzt, dass. Ja, die sagen, hey, musst nicht überrascht sein, wenn der Bastian 5 Minuten vor der Show kommt und sagt, hey, Setlist ist total, vergiss es, es ist jetzt... Ich bin nochmal duschen. Genau. Nice. Wir hören langsam auf, nur eine letzte Frage. Du hast ein bisschen am Anfang beantwortet, aber das ist sehr auf den Zirkus bezogen gewesen. Was machst du, um dich gut zu fühlen? Kein Alkohol trinken, mittlerweile? Ja, das hilft natürlich. Einfach alles Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich muss oder kann machen. Ich bin sehr auf... ich muss mindestens einmal im Tag muss ich etwas machen, wo ich das Gefühl habe, ich habe etwas Neues gemacht. Oder ich habe Adrenalin bekommen. Ich bin kein Adrenalin-Junkie. Leute sagen das alle. Aber ich bin nicht... Ich würde mich nicht töten. Es ist einfach, ich mache viele Sachen, die extrem sind, aber ich mache es, weil ich mich so voll... Fühl. Zum Beispiel? So Freeride, Skydiving, so diese Sachen. Und das sind Sachen, wo ich suche immer Sachen, wo du an nichts anderes denken kannst und du einfach im Moment bist, im Present bist. Das sind wirklich die Momente, wo du dich
alive fühlst, oder? Und es ist nicht einfach, natürlich das jeden Tag zu kriegen, aber mit dem Zirkus schon, weil auf dem Pferd zum Beispiel bin ich nur auf eine Sache fokussiert und der Rest ist egal. Aber ja, so Zeug probiere ich zu machen. Und sonst ist einfach, einfach meine Zone zu finden, wo ich mich wirklich wohlfühle. Yeah. Und es kommt von Extremsport, es kommt von ein gutes Buch lesen, es kommt von gute Musik hören, es kommt von einem guten Gespräch, es kommt von Shows, sehr oft. Yeah. Bist du nach der Show so voll kaputt oder bist du dann immer noch... Nein, nach der Show habe ich noch mehr Energie als vor der Show. Ich meine, ich gehe nie sofort nach der Show schlafen. Es ist mir unmöglich. Mhm. Ich habe noch immer die Adrenalin, die Energie und ich bin immer pumped und ich will noch tanzen. Und ich habe schon mega Freude am Leben. Und das ist ein ziemlich geiles Gefühl. Nice. Hey, weiterhin... ganz viel Erfolg. Vielen, vielen Dank, bist du da gewesen. Es war sehr, sehr inspirierend und aufschlussreich gewesen. Danke vielmals, danke dir. Bist super gewesen. Ja, bis bald mal. Sehr gern. Peace. Mach's gut. Danke, Christoph. Bye, bye. Ciao.